Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute gibt es leckere Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern. Diese Küchlein sind mega lecker und machen richtig süchtig. Die Zubereitung der Küchlein ist total einfach. Wenn ihr euch genau an das Rezept und Anleitung einhält, so sind die Küchlein sogar beim ersten Versuch gelingsicher. Dann starten wir doch los. Für die Zubereitung brauchen wir 90 Gramm Zucker, 70 Gramm Butter, 2 Eier im Zimmertemperatur, 70 Gramm Zartbitterschokolade, 15 Gramm Backkakao und 40 Gramm Mehl. Den Backofen habe ich auf 210 Grad vorgeheizt. Wer keine Soufflé-Schalen hat, der kann genauso wie ich eine Muffinform nehmen. Die Muffinform fette ich mit Backtrennspray ein und stelle sie auf die Seite. Mit der Wasserbadmethode lasse ich zuerst die Schokolade und Butter schmelzen. Das Wasser ist aufgekocht, jetzt schalte ich den Herd komplett aus. In eine Edelstahlschüssel gebe ich die Butter und die Schokolade hinein. Die Butter und die Schokolade sind geschmolzen. Durchrühren lasse ich sie kurz miteinander verbinden. In einer Rührschüssel rühre ich die Eier und den Zucker, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Für dieses Rezept braucht ihr keine Küchenmaschine, mit einem Schneebesen geht es ganz gut. In die Eiermasse gebe ich die flüssige Schokolade und rühre, bis sich alles gut miteinander verbunden hat. Zum Schluss kommt noch das Mehl und das Backkakao hinzu. Jeweils 2/3 des Teiges in die Form füllen. Die Küchlein lasse ich bei 210 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene 7 Minuten backen. Die Küchlein sind fertig. Zum Schluss dekoriere ich noch die Küchlein mit etwas Puderzucker. Und hier könnt ihr diesen flüssigen Schokoladenkern sehen. Wow, das schmeckt richtig mega. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video weiterteilt. Abonniert meinen Kanal kostenlos und folgt mir auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!